Mit einer für den Nate recht hübschen Aussicht sage ich Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Uncharted 2. So, jetzt muss der Nate aber leider... Was denkst du? Bereit? Ladies first. Wie du wünschst. Von dem Blick lösen. Ja. Zum Glück habe ich keine Klaustrophobie. Weißt du, irgendwie ist es hier romantisch. Okay, wo sind die Pralinen und Blumen? Du stehst doch gar nicht auf Pralinen und Blumen. Du kennst mich so gut. Also eine Frau, die nicht auf Pralinen steht, das ist schon... naja. Okay. Gar nicht mal so gut. Nu? Versprich mir, dass du uns nicht 30 Meter unter der Erde lebendig begräbst, ja? Würde ich nie tun. Ich würde gerne wissen, wohin müssen. Hä? Gut, da müssen wir ja hin, das ist ja gescriptet. Seid ihr ja nicht mit mir jetzt geschwätzt? Hä? Nee, es war schon richtig, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass wir den Weg später nochmal zurücklaufen müssen. Chloe, was soll ich tun? Ich will irgendwas schießen oder ich verstehe es gerade nicht. Der Frosch in meinem Hals, der weiß leider auch nicht, was ich machen soll. Ja, ich habe doch gerade probiert, da hochzugehen, hä? Wie dumm. Es geht etwas nach unten. Okay, ich komme. So, Bewaffnung sieht gut aus. Nicht tief. Ja, ich hab mich wohl verschätzt. Passiert. Was hältst du davon? Sieht aus wie ein Baum. Und Baum? Was hat das mit dem Shintamani-Stein zu tun? Das weiß ich. Hier unten öffnet sich was. Okay. Dass wir rauskommen. Sorry, mein Leben zieht gerade noch an mir vorbei. MP40, ich weiß nicht, ob wir damit auch Kills farmen müssen. Das ist mir jetzt leider... Ich nehme mal die Maus mit. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. So. Begeisterter Schatzsucher. Sehr schön. Und zwar haben wir gefunden die Varaha-Statue aus Bronze. Außerdem ist auch die Maus besser als die MP40. Die MP40 ist halt sehr ungenau, also sie streut sehr. Sie streut extrem. Und wir haben ja
Als vollautomatische Waffe, die Uzi. Ich habe auch Hunger. Sind wir schon zu zweit. Gut, da geht's lang. Okay. Verdammt. Na, hier sind wir wohl richtig. Hey, ja. Das kommt mir bekannt vor. Ja, sieht aus wie der Purba-Dolch. Aha. Diese Lichter aktivieren ihn wohl. Nun gut. Diese Spiegel sind wohl wichtig. Kann ich das irgendwie bewegen? Ja. Wir müssen bloß das Licht durch den Raum leiten. Das sagst du so einfach. Ja. Das ist das Licht der Rätsel, an das ich mich erinnern konnte. Okay, das sieht aus wie eine Figur, die da liegt. Ja, ich muss mich erstmal zurechtfinden. Ich kann mich zwar an das Rätsel an sich erinnern, dass es vorkommen wird, aber ich weiß natürlich nicht mehr, wie man das löst. Gut, im Zweifel immer erstmal irgendwo hochklettern. Das sah schon sehr gut aus. Nee, doch nicht. Das war eine. Das sah nur so aus. Oder? Nee, ist zu hoch. Ja, es wird zu hoch. Tja, Freunde. Ich weiß, dass mir das damals sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, das Rätsel, aber. Da verließen sie einen auch schon. Leute, was muss ich tun? Na gut, das. Nein, so geht das nicht. Bringt gar nichts. Ich muss auf jeden Fall eine Ebene nach oben kommen. Das ist, denke ich mal. Das steht außer Frage, aber. Wo? Hier würde es sich anbieten. Das ist nämlich offen, aber. Ich habe hier keine Möglichkeit hochzukommen. Was tun, sprach Drake. Wieso bin ich ihn gerade so überfordert? Das gibt's doch gar nicht. Oder muss ich vielleicht das Licht irgendwo hinbringen, damit sich irgendwo etwas öffnet oder so? Aber wohin? Nee. Gut, das ist das Einzige, was momentan in meinen Augen Sinn macht. Ich kann mal gucken, ob ich diese Statue berühren kann irgendwie. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich meine, das Rätsel ist mal noch anders. Ich glaube, das war aus Uncharted 3. Da muss ich irgendwie irgendwelche Dinge, ob ich verschieben oder so. Ich weiß nicht mehr. Ah. Ich glaube, das war's. Sieht aus, als wäre die erste Klinge an ihrem Platz.
Ja gut. Eine geschafft, noch zwei. Was meinst du? Müssen wir da etwa raufklettern? Sieht so aus, als müsste ich da raufklettern. Dass das so simpel ist, das könnte ich jetzt natürlich nicht ahnen. Aber gut. Man darf nicht immer vom Schlimmsten ausgehen. Von da oben sehen wir vielleicht mehr. Okay, pass da oben gut auf. Ja, ich pass auf. Gar keine Frage. Die Frage ist natürlich, wie schon im ersten Teil, wer baut solche Sachen? Wer konstruiert sowas? Das ist eine Mischung aus Genie und Wahnsinn. Hey, was immer du auch tust, fall nicht. Ich doch nicht. Ah, warte mal. Achso, man soll nicht fallen, genau. Von unten sah es nach einer guten Idee aus. Oh. Ah, okay. Okay. So. Dann. Zum nächsten Schatz. Ich will noch kurz auf was hinweisen, und zwar, ich habe ja gesagt, und ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, dass ich mir die Position der Schätze durch den Guide herausfinde. So, wir haben hier eine Lake-Maske aus Kupfer. So, das mache ich, da stehe ich auch zu, halt einfach aus dem Grund, weil es sonst ewig dauern würde, bis ich alle Schätze finden würde. Und ich möchte ja, wie gesagt, alle Schätze finden, auch um sie euch zeigen zu können. Aber ich sehe in diesem Guide nicht, wie die Rätsel gelöst werden. Habt ihr wahrscheinlich auch gerade schon gemerkt, weil ich so mies dumm angestellt habe. Wollte ich nur nochmal gerade sagen, dass nicht, dass irgendjemand denkt, ich würde jetzt nachschauen, wie man die Rätsel löst. Das mache ich nämlich nicht. Denn das will ich mir nicht nehmen lassen, das Spielerlebnis. Und jetzt sieht man natürlich wieder, ich weiß wieder nicht, was ich machen muss. Also an der Wand sind irgendwo so Steine. An welcher Wand? Gut, hier bin ich ja runtergekommen. Oder was, einfach die andere Seite? Gucken wir, ob das geht überhaupt. Nee. Das geht nämlich nicht. Also war das schon mal gar nicht mal so verkehrt, dass ich hier runter muss. Wo sind diese Steine entstanden? Wo? Wenn ich weiter runter gehe? Ups. Oh, Leute. Ach, da. Ah, okay. Cool. Ja, die Kamera, die ist ja auch vorhin dementsprechend. Ja, okay. Okay. Mehr Reflektoren hier oben. Chloe! Ja? Den anderen Reflektor ausrichten. Verstanden. Gut gemacht. Okay. Okay, was jetzt? Warte. Okay, wir kommen der Sache näher. Das ist, glaube ich, richtig, ne, was ich gemacht habe. Das geht nämlich auch. Das ist aber, fühlt sich aber irgendwie falsch an. Ja, ich habe irgendwas geöffnet dadurch. Okay.
Das war's. Ja, noch einen geschafft. Sieht aus, als hätte die Klinge einen Weg geöffnet. Links von dir. Hab's. Ja, ich sehe es, danke. Nu? Das geht nicht mehr. Ich glaube, das war schon richtig, wo das Licht hinging. Hätte ich jetzt zumindest gedacht. Aber irgendwie... Habe ich das denn hergeholt, das Licht? Okay, ich meine, ich spiele das allererste Mal in Adventure. So blöd, wie ich mich anstelle. Nein, ist egal. Wie kriege ich dieses Auge auf? Schießen. Hallo? Nicht hier lang, los? Hä? Einfach runterspringen oder was? Ach nee, da dran kann man springen. Auch nicht, dann spring ich einfach runter. Hä? Nochmal. Ah, okay. Ja, okay, ist gut. Hab verstanden. Hab's verstanden. Gut. Wir müssen den anderen Reflektor ausrichten. Alles klar. Nach da. Gut, wir haben's. Ah, hat's schon gemacht. Ich würde es gerne an diesem Part hier fertig kriegen, das Ganze. Es muss irgendwo noch ein Strahl sein. Der hier. Ja, okay, alles klar. Okay. Das ist hoffentlich das letzte Mal, dass wir so einen Spiegel bewegen müssen. Oder einen Reflektor. Geschafft! Komm runter. Okay. Ist wieder so eine schöne Brücke entstanden.
So, Chloe, ich folge dir auf dem Fuß. Und jetzt klettern wir dir ins Maul. Also, das Geheimnis von Shambhala ist tatsächlich im Hals dieses Typen? Ich denke schon. Ich habe mal nachgeschaut. Die Trophäen für die Mikro und für die Moss, das sind tatsächlich die seltensten Waffentrophäen im Spiel. Abgesehen von dem Granatwerfer und der Panzerfaust. Aber gut, das ist ja keine Überraschung. Das ist bei Sprengwaffen sowieso meistens so. Weil man nicht so viele Exemplare davon finden wird. Wahrscheinlich kann ich hier auch nicht holen, die Trophäe in diesem Durchgang. Kann ich mir nicht vorstellen. Da brauche ich wahrscheinlich einen zweiten noch. Die Ganesha-Statue aus Bronze. Es gibt eine Trophäe auch, da muss man 5 Gegner auf einmal mit einer Explosion töten. Und auch das ist... Also bei Uncharted 3 gab es zum Beispiel, soweit ich weiß, nur eine Stelle im ganzen Spiel, wo das möglich war. Und ja, deshalb, das kann man nicht alles machen. Unglaublich. Chloe, ich weiß, wo das ist. Ja, genau hier. Siehst du die Form dieses Gipfels? Aha. Ist hier. Das heißt... Warte, komm mal her. Das heißt... Der Eingang nach Shambhala ist genau hier. Also, das ist es. Das ist es. Ja. Das ist es. Oh, Mist. Tolles Timing. Es gibt nur einen Weg hier raus. Und los.